Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Salutieren! Okay, tun sie nicht. Sie wollen nicht. Jo hat den Trakt. Achso, das ist eine alte Meldung. Jo ist ja schon wieder auf dem Weg zurück. Und Leute, mir ist auch was aufgefallen. Beziehungsweise, was heißt aufgefallen? Ich habe eher was realisiert. Und habe mal gemerkt, wo sich eigentlich all meine Probleme, wo die herkommen so. Und da ist mir aufgefallen, wieso ist diese Jade-Statue dunkel? Egal. Es liegt wohl an den Klamotten, ne? Und zwar ist mir aufgefallen, dass alle Probleme, die ich mit irgendwelchen Sachen habe, alle sich auf die Schicht zurückführen lassen. Also Achso, das ist eine normale Statue. Es geht nur über Statuen von Kolonisten. Und zwar, wenn ich jetzt irgendwie was machen muss oder sowas, dann kann ich das nicht planen. Oder ich muss um die Schicht herum planen. Und spontan muss eigentlich das meiste gemacht werden, weil alle anderen dann, wenn alle anderen Zeit haben, dann bin ich dann meistens arbeiten und so. Oder auch jetzt streamen, ne? Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, so hier jeden Montag, Mittwoch und Samstag um diese Uhrzeit streamen, kann ich halt nicht, ne? Weil im Prinzip ist halt jeder Tag immer irgendwie ein Arbeitstag. Also kann ein Arbeitstag sein. Ich platziere die jetzt kreuz und quer irgendwie, weil ich nicht weiß, wie ich die platzieren soll. Hier noch eine. Ah, die ist aber ein bisschen zu groß, ne? Machen wir mal hier hin. Ein großer Verteidigungsstatue. Hier ist noch ein kleiner. Der ist jetzt aber zu klein. Kann man vielleicht hier vorpositionieren. Ne, wobei, hier kommen ja die Leute an, dann machen wir das vielleicht so, dass so kleine Soldaten hier hin machen. Was macht der denn da? Er steht. Dann steh da. Komischer Droide. Aber ich kann mir auch nichts Besseres vorstellen, als Schicht zu arbeiten. So, normales Arbeiten, so normal, kann ich mir auch absolut nicht vorstellen. Dafür mag ich die Schicht zu sehr. Ich glaube, ich muss noch ein paar von diesen mittleren bauen. Von denen hier. Ne, das sind die Hugen, von den Hugen. Machen wir nochmal 10. Wir müssen ja nicht alle reinsetzen, sondern nur ein paar. Wobei, es gibt eine Sache, die wäre besser als Schichtarbeit für mich, und das wäre anstatt Schichtarbeit gar nicht arbeiten. Genau, einfach gar nicht arbeiten. Haben wir hier nicht einen Schalter hingemacht? Ah nee, ich erinnere mich. Letzte Folge, beziehungsweise eigentlich sollte noch eine Folge kommen, aber Mikrofon wurde nicht mit aufgenommen und ich habe 8 Minuten aufgenommen, hat aber dann keine Zeit mehr gehabt. Dann habe ich gesagt, scheiß drauf, gibt's keine Folge. Ach so, und dann ist das Spiel auch noch abgestürzt. Da hatte ich dann überhaupt keinen Bock mehr. So war das. Aber wir haben 4 Atomraketen. Ich pausiere gerade mal. Haben wir die Welt schon geladen? Ich pausiere doch nicht.
So, wir können ja Atomraketen schießen. So, pausieren. Wo ballern wir die denn hin? Hier ballern wir einfach da rein. Hier sind auch, ist ein Nest. Stimmt, das wollten wir auch probieren. Ich wollte mal gucken, ob wir mehrere auf einmal schießen können. Ja gut, geht nicht. Aber wir haben einen simultanen Start. So, wo bomben wir denn nochmal was hin? Ich weiß gar nicht, wo hier noch. Sieht aus wie eine Siedlung von uns, ne? Hier ist ein Hive. Ich glaube, ich greife mal einen Hive an. Nur um zu gucken, ob die Insekten sich wehren. So, damit wären alle Atomraketen weg. Und dann reißen wir die hier mal weg. Denn die kommen ja jetzt woanders hin. Wo aber? Ist der Knopf schon gebaut worden? Ja, sehr gut. So, dann verbinden wir mal hier diese Türen. Mit Knopf verbinden. Fernsteuern, nein. So. Mit Knopf verbinden. Fernsteuern, nein. Der Bot war darin eingesperrt. So sieht's nämlich aus. Nein. Oh, da ist er eingeschlagen. Oh, da ist er eingeschlagen. Gucken wir mal. Das war hier. Da ist die andere. Radioaktivität breitet sich aus. Boom, Junge. Wo ist die Dings? Hier fliegen noch zwei. Keiner kann sich dagegen wehren. Keiner hat Abwehr. Die ultimative Waffe. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass sie hier zerstört wurde, aber hier ist immer noch dieses Bild von unserer Basis. Aber wir haben eine Insektenbasis zerstört. Wir wollen aber mal wissen, wie das da drin aussieht. Wir wollten noch einen T1-Droiden da mal hinschicken, oder? Oh, Micha, ey. Micha macht wieder ihren Lärm. Wir schicken einen Autarken. Oh, er wird auch schon gebaut. Sehr gut. Ein Heatsink für Pascal. Heatsink links. Das heißt Heatsink rechts. Und damit wäre Pascal komplett ausgestattet. So. Ey. Was ist los mit dir, Vic? So, Vic. Rein mit dir. Weißt du was? Ich bin nett. Du kriegst 5 Insektengel mit. Er wollte sich hier wirklich sehr gut einkleiden. Vic. Auf geht's. Weg. Na los. Ach so, er hat das Insektengel mitgenommen.
Haben wir die nicht mal umplatziert oder so? Ach nee, die laufen ab, ne? Die verderben nach ein paar Tagen. So, was fehlt noch? Enthält, ist alles da. Okay, wie weit können wir schießen? So weit. Boah, der muss aber noch ein bisschen weiterlaufen, ne? Boah, der muss bis hierhin laufen. Es ist, ja, da ist noch eine, die ist aber nicht näher. Also wenn wir ihn hier hinschießen, müsste er dieses Stück laufen. Ach du Scheiße. Oh, warte, hier unten? Ah, hier ist aber keine Verbindung. Okay, das wäre noch weiter weg. Wäre natürlich praktisch, wenn wir hier einen Außenposten hätten und dann weiter rüberschießen können. Warum sind die alle so weit weg? Ich meine, eigentlich ist das gut, dass sie so weit weg sind. Ich glaube aber, mit so wenig Essen wird der nicht so weit kommen, ne? Vielleicht geben wir Vic doch eine bessere Versorgung mit. Ich weiß nicht, wie viel er tragen kann. Jetzt haben wir aber keine Überlebensration, ne? Wir geben ihm 4 mit. Wenn es länger dauert, dann hat er ein Problem. Wir müssen mal Lebensrationen herstellen. Was ist da los? Vielleicht sollten wir dem auch bessere Beine geben. Nun gut. Wir schießen ihn hier auf die Straße. So, Vic ist da. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Reise. Bin mal gespannt, ob der da einfach durchgehen kann durch die Gebiete von anderen. Wie lange wird der brauchen? Ach, wir haben ihn gar nicht eingestellt. Dass der Ernährungsdinger darf, ne? Ja. Ich wünsche ihm viel Spaß. Vielleicht kommt er an, vielleicht auch nicht. Und wir gehen mal auf die Kommentare ein. Und zwar hat Micha geschrieben, Micha, mach nicht so einen Lärm. Genau, Alter, guck dir das mal an hier. Was für ein geiles Event. Finde ich auch. Ich hoffe, davon sehen wir noch ein paar mehr. Oh. So, wie machen wir das jetzt am besten? Gucken wir mal, wenn wir hier... Huch. Das würde sogar perfekt passen, ne? So, Einstellung kopieren. Einfügen. Wieso sehen die beiden unterschiedlich aus?
So, und dann kann der weg. Hier, Einstellung kopieren, weg. Einfügen. Gucken wir mal nach. Genau, jetzt haben wir eigentlich nur die Warheads. So, und damit können wir die eigentlich jetzt alle mal hier wegholen. So, wie viele passen hier immer rein? Vor allem, wie viel brauchen wir für die Rakete? Dann kriegen wir Holland. Ich will aber kein Holland. Oder Holland. Wieso tragen die da nicht rein? Ich warte jetzt, bis sie da reintragen, damit ich sehen kann, wie viele die haben. Das ist Mobbing. Was machen denn unsere Bots? All möglichen anderen Kram. Achso, die sind da beschäftigt, Holz da rein zu tun. Also in ein so ein Ding passen 9. Also 9 mal 3 sind 27. Wie viel brauchen wir denn? Könnte eine Rakete? 4. Das würde nicht gehen. Das wären dann 6. Also 24. Da müssten wir 24 immer haben. Von denen. Also, dann können wir das so machen. Dieses Lager kommt weg. Deswegen tragen die das nicht. Und dann machen wir hier. Bist du X? Bist du X? Und dann schreiben wir hier jeweils 24 rein. Und die Warheads haben jetzt gar keinen Teil. Das war aber nicht der, der die ganze Zeit gekrit hat. So, Atomraketen. Wobei, das machen wir am besten so, dass wir da noch einen Weg haben. Ich werde die erstmal verbieten. Ich glaube, wir hauen hier nämlich überall Boden drunter. Ich hoffe, die werden nicht blockiert, werden wir dann sehen.
Aber hier darf auf jeden Fall kein Dach gebaut werden. So, das muss alles weg. So, hier muss noch ein Boden drunter. Weißt du was, ich mache jetzt hier einfach überall mal hier so einen Boden hin. Damit wir hier vernünftigen Boden drunter machen können. Und zwar einen dicken Betonboden. Brauchen noch Beleuchtung, vor allem brauchen wir Strom. Vielleicht müssen wir die Stromkabel hier wegmachen, die gehen mir nämlich irgendwie auf den Zeiger. Macht mal weiter hier mit dem Boden. Was ist denn da los? Hier wird ja gar nicht gearbeitet. Machen wir weiter im Text. Hier hat geschrieben, cooler Mod. Toll, dass du mich da hinschickst. Stell dir vor, ich wäre hops gegangen. Ich wusste, dass du nicht stirbst. Aber wenn du selber so wenig Vertrauen in dich hast, dann tut's mir leid. So. Wie heißt denn der Mod jetzt? Ewigkeit später. Klar, warte bis kurz vor Folgenende. Ja. Das ist, wenn du ungeduldig bist. Na, wobei, das kann man von der anderen Seite. Also die beiden können gebaut werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele ich davon noch setzen will. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Den hier kopieren eigentlich. Kann man den kopieren? Oder wir warten wirklich, bis noch einer von denen hergestellt wird. Oder hier machen wir wirklich die Abwechslung rein. So, Boden. Boden, 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 Boden. Boden. Schönen alten Tonboden. Aber ich glaube, ich mache hier jetzt tatsächlich erstmal dicht.
Natürlich das Dach. Dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht würde hier tatsächlich sogar noch einer hinpassen. Weißt du was, wir probieren's. Wenn es nicht passt, machen wir noch ein Lager hier für die Sprengköpfe hin. Da muss noch Licht rein. Ja, hier könnte tatsächlich sogar noch einer passen. Wo ist denn jetzt hier ein Dach eingestürzt? Ich hab's genau gehört. Na gut, wir werden sehen, ob der kollabiert oder nicht. Genau, mach den Boden. Er verarztet hier wen? Ich höre das. Wer bist du? Ein Mensch. Oh ja, radioaktiv und Verbrennungen. Ist der Boden hier so heiß oder was? Wieso hat der Verbrennungen? Aber der verbrennt, weil der hier rumrennt. Alter, wie menschenfeindlich ist diese Map? Den Androiden macht das nichts. Aber er kriegt Verbrennung, obwohl hier ganz normale Temperatur ist, aber durch den Meltdown verbrennt er, er schmilzt. Und was haben die hier in unseren Atomdingern zu tun? Wir haben hier drin nichts zu suchen. Aber endlich wird hier mal gebaut. So, der kann auch schon gebaut werden. Ach so, warte, Strom. Muss man hier mehr Wände glätten. Warum leckt das? Warum leckt das? Damit wir hier Strom umlegen können. Auf einmal. So, damit wäre das durch. Jetzt müssen wir hier noch den Boden machen. Den billigen Boden. Wir müssen uns mal einen Weg überlegen. Ach so, der Boden ist bereits. Was, wie wir hier den Weg machen? Bin ich mal gespannt. Aber es soll jetzt mal ein Angriff kommen, verdammt. Wie weit ist eigentlich unser Weg? Gucken wir mal. Boah,
Er braucht noch ein ganzes Stück, ne? Er sammelt sehr viel Nahrung pro Tag tatsächlich. Ja, noch eine Mahlzeit. Aber gut, wenn er ja so viel Nahrung pro Tag sammelt, bin ich guter Dinge. Er hat ja noch, also er hat schon ein bisschen hat er geschafft, ne? Also muss man ihm lassen. Wird der nächste Folge vielleicht ankommen. Und dann sehen wir mal, wie so ein Infest aussieht. Stell dir vor, er würde Schaden bekommen. Er wäre schon geschmolzen. Aber sogar die Aerofleets schmelzen hier. Nur unsere Spinne. Unsere Spinne juckt das nichts, aber ist schwer unterernährt. Schön, dass die Bots auch mal arbeiten. Warum sammeln wir denn Stoff eigentlich? Vor allem, wo wird der gelagert? Da. Heu. Reis. Aber weißt du was, damit die mal arbeiten lassen, ist einfach. Oh, die ganzen Aerofleets, die hier drauf gehen. Die explodieren ja jetzt auch alle. Boah, die ganze Radioaktivität, die machen ja alles kaputt. Sie versuchen zu fliehen. Haben wir eigentlich noch andere interessante Quests, außer jetzt hier ein paar Mechanodroiden, die bei uns angreifen? Machen wir mal alle weg hier. Ja, da ist dieses Schiff zum Stern. Wo ist das überhaupt? Da. Keine Ahnung, wo das ist. Das ist gar nicht so weit weg tatsächlich. Das ist so weit weg wie ein Insektenangriff. Also so ein Insektendings. Was passiert eigentlich, wenn ich da eine Atomrakete drauf schieße? Das probieren wir mal aus. Wenn wir die nächste Atomrakete haben, probieren wir das mal aus. So gehört Bot. Vielleicht sollten wir doch einen von denen noch erstellen. Doppelt gesichert. Für Sprengköpfe. Dann machen wir das so, dass wir hier eine Tür reinsetzen. Versteckt in der Wand. So, und dann machen wir dann einen von denen rein. Wir müssen jetzt natürlich wieder Oberflächen glätten. Hier können wir auch den Boden glätten. Tatsächlich. Wir haben lange nicht mehr mit Bodenglätten gearbeitet. Licht machen wir hier nicht rein, würde ich sagen. Weil ist ja nicht überdacht. So, dann könnten wir aber auf jeden Fall hier einstellen, auch bis X und dann 9. Und ich glaube, wir müssen noch mal hier so ein paar von denen hier machen, ne?
Was macht dein Götterfunke schon wieder? Oh, da gehen die nächsten drauf. Oh, hier ist ein schönes Muster. Ach, guck mal. Das funktioniert sogar währenddessen. Das Ding hat immer noch nur 22. Also es gibt auf jeden Fall mehr Energie ab, aber ist jetzt nicht wirklich effektiv. Das ist mir das Plutonium irgendwie zu wertvoll. Aber schön, dass Pascal direkt arbeitet. Dann können wir hier in Ruhe dingsen. Während er alle rausholt. Als nächstes kommt der Wetten. Ja, ich wusste es. Dann kommt der. Pascal? Pascal? Pascal will nicht mehr. Und wir removen mal ein paar. Keine Ahnung, wie viele da sind. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Oh, warte. So. Da ist auch einfach ein Warhead. Liegt hier drin. Ach ja, also bis dann. Ciao.